Schulfülle. Diesmal geht es um die Schulfülle von Schneider. Hier haben wir einige Modelle von Schneider, die wir uns jetzt angucken wollen. Hier also die Füllhalter von Schneider. Als erstes betrachten wir uns diese beiden Modelle. Auf Denglisch hat die Firma Schneider diesem Modell den Namen Base Kit gegeben. Hier für Kinder mit kleinen Händen, hier für etwas größere Kinder. Wir gucken uns die Kappe an, die rollt nicht vom Tisch und ist einigermaßen stabil gebaut. Hier praktisch die gleiche Kappe, nur eine andere Farbgebung. Die Kappe ist ja der Teil des Füllers, der meistens am schnellsten kaputt geht, weil die Kappe vom Tisch rollt und dann jemand drauf tritt. Dann ist natürlich der ganze Füllhalter unbrauchbar. Hier sehen wir jetzt das Griffstück. Hier das Linkshändermodell mit der Griffmulde auf der linken Seite. Hier das Rechtshändermodell. Das Rechtshändermodell hier in der kurzen Ausführung. Der Füllhalter ist für die Standardpatronen ausgelegt. Hier passt genau eine Patrone rein. Hier passt dann die Ersatzpatrone, wie wir sehen können, auch noch ein Tintenfenster ist perfekt gelöst. Man sieht immer, ob noch genug Tinte in den Patronen vorhanden ist. Die Federn gucken wir uns an. Wir betrachten uns das Ganze gleich auch noch aus der Nähe. Diese Feder hier mit aufgesetzter Iridiumspitze, das erleichtert das Schreiben. In anderen Videos hatten wir schon gesehen, vorne auf die Federspitze wird ein Korn aus einem härteren Material als die Feder selbst angebracht, in den meisten Fällen Iridium, und das gleitet dann besser übers Papier. Okay, dies ist ein etwas älteres Schulfüllermodell, gleiche Konstruktion der Feder. Hier ein weiteres Modell mit ähnlicher Feder. Schneider hat allerdings auch Füllhalter mit der ganz einfachen Feder im Handel. Wir gucken uns gleich mal den Unterschied zwischen den beiden Federn an. Hier sehen wir eine Feder, bei der die Federspitze einfach zu einer Kugel gebogen ist. Das ist hier bei dem einfachsten Füllhalter von Schneider der Fall. Hier sehen wir die aufwendigere Form. Wir sehen die aufgesetzte Iridiumspitze. Hier das Schneider-Emblem auf der Feder. Hier kommt der kleinere Füllhalter. Und wir gucken uns die Feder an und stellen fest, die Spitze aus Iridium ist sehr schön geformt und erleichtert das Gleiten übers Papier. Die anderen Schneider-Modelle mit der gleichen Feder. Beim preisgünstigsten Modell von Schneider haben wir diese ganz einfache Federform. Und jetzt natürlich das Wichtigste: Wie schreibt dieser Füllhalter? Hier als erstes der Base Kit Füllhalter für
kleine Hände in der Rechtshänderausführung. Wir hatten ja gesagt, wenn Kinder einen Füllhalter ausprobieren, schreiben sie entweder ihren Namen oder Hallo. Wir sehen, der schreibt perfekt. Es gibt keine Aussetzer. Die Feder hält auch ein bisschen Druck aus. Also ein perfekter, klitzekleiner Füllhalter. Es kommt das gleiche Modell in der etwas längeren Ausführung. Sie sehen keine Probleme. Wir sehen keine Aussetzer. Die gleiche Feder, die hält auch ein bisschen Druck aus. Hier das etwas ältere Füllhaltermodell von Schneider. Falls Ihnen das über den Weg läuft, auch der schreibt gut. Kopf zusammen, Sie sehen, perfekt, keine Aussetzer. Hier ein weiteres Modell, das aber wahrscheinlich nicht mehr produziert wird. Er hat die gleiche Feder, auch mit aufgesetzter Iridiumspitze. Wir sehen keine Aussetzer. Hier sehen wir den Schneider-Schriftzug. Wir kommen zu den ganz einfachen Modellen. Und wir sehen auch diese Füllhalter schreiben. Gut, aber es ist natürlich ein etwas anderes Schreibgefühl mit dieser. Wir haben es ja aus der Nähe gesehen mit dieser ganz einfachen, spitze, schwarzen Ausführung. Und Sie sehen auch hier keine Aufsätze. Also auch diese ganz einfachen Federn tun ihre Dienste. Das waren also die Schulfüller von Schneider. Hier haben wir sie nochmal alle versammelt. Wie gesagt, hier das Standardmodell in der Links- und Rechtshänderausführung und in unterschiedlicher Länge. Hier das ältere Modell von Schneider. Hier das ganz preisgünstige Modell, davon habe ich hier zwei Farben und hier nochmal ein verhältnismäßig alter Füllhalter von Schneider. Schulfüller, diesmal der Schulfüller von Rotring. Hier der Schulfüller von Rotring. Hier sehen wir den Namenszug, hier den typischen roten Ring, der den Produkten der Firma den Namen gegeben hat. Wir sehen hier ein riesiger Tintenleiter hier unter der Feder, eine extrem ausgeprägte Griffmulde, hier den Rotring, die Kappe mit Wegrollsperre, nicht sonderlich stabil, aber die sollte halten. Und wir gucken uns hier den Füllmechanismus an. Die Ingenieure, Sie hören den leichten Knack, die Ingenieure von Rotring haben sich hier etwas Spezielles einfallen lassen. Man sieht hier, wenn die Patrone reingedrückt wird, geht dieser kleine Schieber hier mit. Beim Aufdrehen, wenn man jetzt
Wenn man jetzt den Füllhalter wieder aufdreht, dann, haben Sie das Klicken gehört, dann wird die Patrone hier mit ein kleines Stück ausgeworfen. Wir sehen hier die beiden Mitnehmer, die dafür sorgen, dass die Patrone um dieses Stück eben nach vorne bewegt wird. Okay, hier, wie gesagt, passt die zweite Patrone rein. Wir sehen jetzt hier schön der Schaft aus Holz. Eine riesige Griffmulde hier unten. Der Schaft, hier hinten die Wegrollsperre, aber der Stift ist eigentlich von sich aus so asymmetrisch, dass er nicht vom Tisch rollt. Sie sehen es hier, also ohne die Wegrollsperre. Wir hatten ja gesagt, die meisten Unglücke mit den Füllhaltern passieren ja, wenn sie vom Tisch rollen, insbesondere die Kappe oder eben auch der Schaft und dann zertreten werden. Wir gucken uns mal an, wie dieser Füller schreibt. Die Feder gleitet perfekt übers Papier. Diese Feder gehört auch zu dem Typ mit aufgesetzter Iridiumspitze. Wir gucken uns das gleich aus der Nähe an. Wir sehen hier keine Aussetzer. Der Füllhalter schreibt perfekt, hält auch Druck aus und wir gucken uns die Feder gleich nochmal aus der Nähe an, ganz nah dran. Wir sehen die Iridiumspitze, hier den Tintenleiter, hier kann man schön sehen, wie die Spitze aufgesetzt ist und hier auf der Feder ein graviert, Rotring Germany und ein A. Wir sehen hier auch den riesigen Tintenleiter und diese Rippen, an denen sich die Tinte, falls sie wirklich überlaufen sollte, festhalten kann. Hier der typische Rotring. Hier die Feder mit der aufgesetzten Iridiumspitze. Hier nochmal die Maserung des Holzes.